Sie fragen sich, warum lebt der Mann noch? Sie haben ihn doch auf brutalste Weise zusammengeschlagen. Sie haben ihn psychisch unter überirdischen Druck gesetzt, damit er sich umbringt, sich selber tötet. Sie wollten ihn schon immer in seinen Willen brechen und sie erzählten erst von ihrem Vorhaben, ihn in einen Schwitzkasten zu sperren. Und dann, weil du immer noch nicht gebrochen bist, da legten sie ihn in einen Schwitzkasten und sie begruben ihn lebendig. Aber sie holten ihn wieder heraus. Sie wollten ihn einschüchtern. Sie bedrohten ihn auf so häufige Weise und in verschiedenen Arten. Denn er soll gehorchen, er soll spuren, er soll ihnen ein Sklave sein, unfrei seines Willens und nach ihren Willen tanzen. Sie schrien sich selber an. Wer sind die Schweine hier? Und sie schrien alle zusammen. Sie wären die Schweine hier. Sie sind Kreaturen des Schwachsinnes. Sie wollen, dass er nicht mehr die Wahrheit sagt oder die Wahrheit erkennen kann. Er soll nicht mehr schreiben über die Begegnungen, die er hatte. Sie haben einen perversen Spaß, andere Menschen Angst zu machen und dann ihre Angst zu sehen an ihnen. Wenn sie zitternd aus den Schwitzkasten kommen oder in einen Brunnen herabgelassen wurden und der Brunnendeckel zugehoben wurde über den Opfern und die Opfer dann fast verrückt geworden sind. Das kümmert sie dann aber nicht. Sie wichsen dann ihren Penis, wie das Opfer es sehen musste. Und sie holen sich ihre sexuelle Lust aus ihren grausamen, brutalen, perversen Handlungen an ihren Opfern und sie sagen zu sich selber, was haben sie doch für einen Spaß mit diesem Mann? Sie kennen kein Mitgefühl und sie sind geisteskranke Sadisten. Sie wollen dich immer noch brechen, denn sie sind die Herren hier und sie bestimmen, wie sie es dir unzählige Mal schon brutal sagten. Aber du bist standhaft geblieben. Sie nahmen dir dein Leben und sie sagten dir, sie werden dir dein Leben zerstören. Du wirst allein versauern, verbittern in einer Gosse, denn sie wollen dich in die Gosse stoßen. Bislang hattest du noch einige Helfer, die dich zusammenflickten und die dir eine Wohnung verschafften, dir dein Essen gaben. Dein Name ist für diesen miesen, fiesen Dämonen und Teufel ein schrotes Tuch. Sie wollen alle Menschen unterwerfen und jeder soll ihnen gehorchen. Sie sind primitive Wesen und man kann stark vermuten, dass ihr Spaß und ihre Lust nicht nur pervers ist, sondern auch geisteskrank. Sie feiern wohl die schwarze Pädagogik und Lehren, sowie dass sie schwarze Messen abhalten.